Hallo und herzlich willkommen zurück zu Disney Dreamlight Valley. Ja, in der letzten Folge haben wir mit der jungen Dame hinter mir die kompletten Quests durchgemacht. Bis Level 4 war es, glaube ich. Oder auf Level 4, wie auch immer, die Einführungsquest sozusagen und die Folgequest. Und jetzt hat sie Level, ich weiß es gerade gar nicht. Ich muss mal eben nachschauen. Oh, ich kann noch was machen. Ich muss mal kurz nachschauen, was sie eigentlich erreicht hat. Ich habe es jetzt gar nicht so mitbekommen. Level 7 steht kurz vor Level 8. Ah, sehr schön. Und sie hat wieder eine neue Quest für uns. Hallo? Ich spreche sie an und plötzlich ist das Eichhörnchen drin. Ich weiß nicht, ob du es weißt, aber in meiner Familie gab es eine ganze Reihe von Problemen. Ein ziemliches Durcheinander. Aber ich habe sie dazu gebracht, dass alle über alle Probleme zu sprechen, die wir hatten. Und das hat uns wirklich zusammengebracht. Deshalb wollte ich dasselbe für eine Familie hier im Tal tun. Aber es ist nicht sehr gut gelaufen. Was meinst du? Du hast vielleicht bemerkt, dass Herr Duck und Donald sich oft streiten. So wie meine Schwester Isabella und ich früher. Gestern hörte ich, wie sie sich vor Herrn Ducks Laden anschrien, und ich habe versucht zu helfen. Ich mache dir keine Vorwürfe. Jemand muss sich um die beiden kümmern. Genau, aber es hat nicht wirklich funktioniert. Ich habe bei meiner Familie die Erfahrung gemacht, dass wir einander wirklich zuhören können, wenn wir irgendwo hingehen, wo es ruhig ist und ehrlich sagen, was wir fühlen. Also lud ich Donald und Herr Duck ein, mit mir einen Spaziergang durch den Wald der Tapferkeit zu machen. Ich hatte gehofft, dass etwas frische Luft ihnen guttun würde, sich zu beruhigen und zu hören, was der andere zu sagen hat. Aber nichts lief so, wie ich es gehofft hatte. Sie redeten einfach aneinander vorbei, wie sie es immer tun, und dann stolperte Donald über eine Baumwurzel. Er landete im Fluss. Herr Duck wurde umgeworfen und verlor einen Kassenschlüssel an einen Waschbären. Jetzt sind sie wütend auf sich selbst und auf mich. Oh Mann, oh Mann. Lass mich mit Ihnen reden. Ich werde die Lage beurteilen. Okay, Mirabelle mischt sich ein. Ja, wo sollte Dagobert sein? Er ist wahrscheinlich wieder hier drin, gehe ich mal sehr stark von aus. Natürlich. Geh mal ein Stück zur Seite, Christoph. Ich muss mal eben mit Hallo. Herrn Duck sprechen. Bin ich froh, dich zu sehen, Gameplayerin. Wir müssen über Mirabelle und meinen Neffen reden. Ich sage dir, die jungen Leute heutzutage. Erzähl mir einfach, was passiert ist. Gerne. Donald und ich hatten einen Streit, weil der Junge in meinen Laden eine Szene machte, als die Kunden versuchten zu stöbern. Mirabelle hat uns gehört und bat uns, mit ihr einen Spaziergang zu machen. Ich weiß nicht, was sie erwartet hatte, aber ich wette, dass es nicht das war, was sie bekommen hat. Als nächstes warf mich mein Neffe um und fiel in den Fluss. Dann rannte ein Waschbär mit meinem Kassenschlüssel davon. Oh je, tut mir leid. Mirabelle hat aber die besten Absichten, ja? Ach, das bezweifle ich nicht. Aber am Ende hatte ich Schlamm auf meiner Kleidung und einen verlorenen Kassenschlüssel. Jemand muss meinen Neffen zurechtweisen und ich brauche unbedingt meinen Kassenschlüssel zurück. Freundlichen Dank. Ja, und das soll ich wahrscheinlich wieder machen, nehme ich mal an. So, Donald, das wird jetzt schwieriger, den zu finden. Oh ne, der ist zu Hause. Okay. Geht's dir gut, Goofy? Du solltest nicht unbedingt in Ariels Schloss angeln. Das könnte ihr missfallen. Ja, ich liebe solche Bugs irgendwie, wenn einem solche Sachen auffallen. Genau. Donald, komm mal her. Stehst du traurig in der Ecke hier? Gameplayerin. Oh, lass mich raten. Mein Onkel Dagobert hat dich geschickt. Er ist wütend, weil er denkt, ich hätte in seinen Laden Ärger gemacht. Dann wollte Mirabelle mit uns woanders hingehen und plötzlich ging alles schief. Was ist passiert? Onkel Dagobert fing wieder an, mich anzuschreien, also schrie ich zurück. Das ganze Geschrei überraschte dann ein riesiges, haariges Monster, das direkt auf uns zusprang. Aber ich war sehr mutig, habe Onkel Dagobert aus dem Weg gestoßen und dann gegen die Kreatur ge gekämpft. Gerade als ich dachte, ich hätte sie, warf sie mich in den Fluss und rannte mit Onkel Dagoberts Kassenschlüssel davon.
Ein Monster? War es nicht bloß ein Waschbär? Ah, ein Waschbär? Das ist ja lächerlich. Er war riesig. Und ich habe Onkel Dagoberts Leben gerettet. Natürlich sieht er das anders. Nur wenn er seinen Kassenschlüssel zurückbekommt, wird er wieder glücklich. Bis bald. Ja, das habe ich schon befürchtet. Und wie geht's, Herr Duck und Donald? Ich habe nichts mitbekommen, obwohl ich direkt neben dir stand. Sie müssten sich nur beide ein wenig beruhigen. Ich denke, wenn wir Herrn Ducks Kassenschlüssel zurückbekommen können, ist alles wieder in Ordnung. Das ist perfekt. Oh, und könnten wir auch etwas für die Waschbären im Wald der Tapferkeit tun? Donald hat sie mit seinem Geschrei ganz schön erschreckt. Vielleicht kann ich nach dem Kassenschlüssel suchen und die Waschbären füttern. Ich liebe diese kleinen Tiere. Ich auch. Aber ich glaube, nicht jeder hier hat Verständnis für sie. Man muss sehr geduldig sein. Sie werden nervös, wenn sie einen Fremden in der Nähe spüren. Du musst also auf ihre Haltung achten. Wenn sie auf ihren Hinterbeinen stehen, darfst du dich nicht bewegen, sonst fliehen sie. Du kannst dich ihnen nähern, wenn sie sitzen. Aber hör auf, dich zu bewegen, wenn sie wieder aufstehen wollen. Oh, und sie lieben Bären. Wieso weißt du so viel über Waschbären? Mein Cousin Antonio liebt Tiere. Er hat die Gabe, sie zu verstehen. Und er hat mir beigebracht, worauf ich achten muss. Ich werde Dagobert den Kassenschlüssel bringen. Inzwischen hat der Waschbär ihn wahrscheinlich vergraben. Ich werde etwas graben müssen. Komm mit mir mit. So, füttere die Waschbären. Zum Glück muss ich das nicht mit dem Lieblingsgericht... Obwohl, naja, doch, die mögen Bären. Also ist das nicht so schlimm. Frage ist nur... Bleib doch mal stehen. Boah, jedes Mal läuft er woanders hin? Hallo? Ich habe doch noch gar nicht angefangen, mich dir zu nähern. Kannst du einfach mal stehen bleiben? Boah, ist es denn wahr? Ich habe mich nicht mal bewegt und er rennt weg. Sitz, Platz, Heizung. Maui, hau ab. Verscheuch mir den... Oh. Ey, willst du mich verarschen? Hier ist eine Na, boah, ich hau dich mit der Schaufel, du blöder Mistkerl. Ey, das ist doch nicht wahr. Jetzt sehe ich den nicht mehr. Jetzt ist der weg, oder was? Wegen diesen Vollidioten. Ey, ernsthaft. Das ist nur das Haus. Nur das Haus. Weil ich wegen diesem Blödkopf da nichts sehen konnte. Ich darf nicht dabei reden, ich weiß nicht. Ich muss mich da immer konzentrieren. Also die finde ich ganz schrecklich, wo man so... Genauso wie die Krokodile ja auch. Da habe ich ja schon einige Videos von gemacht. So, ich habe jetzt... Achso, ich habe jetzt gar keine Bären dabei. Ich gebe dir mal ein paar Kirschen. Ich weiß, die magst du nicht, aber... Ach nein, muss man die jetzt wirklich mit den... Och, wollt ihr mich veräppeln? Muss man die jetzt wirklich mit dem Zeug füttern? Mit den Waschbären, genau. Mit den Blaubeeren extra? Da steht nur füttere die Waschbären. Da steht nicht womit. Na toll. Och, das ist manchmal so doof, wenn da nicht richtig steht, was man eigentlich machen soll. Jetzt kann ich nur mal alles von vorne anfangen. Muss jetzt wieder rüberporten. Wahrscheinlich ist Maui gleich wieder im Weg oder so. Bei meinem Glück. Oh, hallo Waschbär. Das ist aber der gleiche, ne? Ich habe Glück. Glück im Unglück. Den hatte ich zwar schon, aber schön, dass die mir noch mal was Neues hier rausgeben. Mal schauen. Kopfhörer sind immer gut, aber als Bild nicht unbedingt. Hier sind aber gar keine Löcher, die man so buddeln kann. Wo haben wir denn hier welche? Da ist schon wieder eine Truhe.
Dreamlight-Truhen wären mir ehrlich gesagt lieber. Aber ich meine, gut, wir nehmen natürlich alles an, was wir kriegen können. Ich wollte gerade sagen, ich habe gerade was gesehen. Das ist zwar nicht das, was wir brauchen, aber es war zumindest was zum Buddeln. Immerhin. Das muss ich mal eben mitnehmen. Das ist ein riesiger... Na, Stein haben wir ja vorhin wieder ausgegeben, oder wie war das? Also in der letzten Folge. Wo ist denn hier noch einer? Ne, das ist der gleiche. Schau da mit der Schaufel eins über. Geh mir aus dem Weg. Also, abgesehen davon, dass ich hier schön gerade Holz einsammeln kann, muss ich gestehen, dass ich hier weder was finde, was ich ausbuddeln kann, noch einen zweiten Waschbären finde. Übersehe ich jetzt hier irgendwas, oder? Ist das vielleicht unter dem Haus gespawnt? Ich darf nicht reden, ich weiß, ich weiß. Ich habe dann immer das Gefühl, die hören mich dabei. Jetzt komme ich hier wieder nicht rum, wetten. Ah, doch. Weil das letzte Mal, wo ich das gemacht hatte, da bin ich so extrem hängen geblieben. Konnte machen, was ich wollte. Ich kam nicht an diesem blöden Ding vorbei. Oh, mein Waschbär hier. Euch habe ich aber, glaube ich, alle schon, ne? Meine ich. So, sehr schön. Dankeschön. Geh mal ein Stück zur Seite. Ah, es kann doch nicht sein, dass ich hier nichts ausgraben kann. Leute. Ich muss schauen, dass ich noch was finde. Vor allem der Wald, der ist ja nur... Ja, der ist nur in den beiden Bereichen. Achso, da kann ich nicht rum. Boah, das gibt's doch jetzt wirklich nicht. Jedes Mal, wenn ich hier Holz sehe, also nicht jedes Mal, aber sehr oft, denke ich, ach, da ist was. Es sieht dann so aus, als ob da hinten was glänzt, ne? Aber das ist es nicht. Alleine deswegen ist es schon ganz gut, wenn ich das Holz mitnehme. Das gibt's doch nicht. Hier, also Elsa, das können wir so nicht lassen. Können ja nicht einfach mitten am Palast... Hallo? Können ja nicht mitten am Palast diese Dinger hängen. Elsa, hast du vielleicht irgendwo was gesehen, wo hier mal... Aha! Das sieht gut aus. Da leuchtet was Goldenes drin. Ja, perfekt. Oh Gott. Okay, bringe Dagobert den Gegenstand. Der ist da, wo er immer ist. Oh, das hat ja jetzt wirklich lange gedauert hier. So, Maui, ich muss dich noch verprügeln hier. Jetzt komme ich an den nicht. Echt jetzt. Jetzt kann ich... Ey. Boah. Du kannst jeden im Dorf kannst du zur Seite schieben, ne? Aber den einzigen, den du zur Seite schieben willst, den kannst du nicht wegschieben. So, bitteschön, Herr Duck. Hallo. Oh, mein lieber Scholli, Gameplayerin, du hast meinen Kassenschlüssel gefunden. Vielen Dank. Ich weiß, dass ich immer auf dich zählen kann, wenn es darum geht, Probleme zu lösen, die andere verursacht haben. Ich hoffe, dass mein Neffe seine Lektion diesmal gelernt hat. Auf Wiedersehen und bis bald. Ich möchte euch nicht unterbrechen, aber ich muss mal eben mit ihr reden. Sei gegrüßt. Nein. Wenn ich auf Reden klicke, will ich reden. Wie ist es mit Herrn Duck gelaufen? Ist er immer noch wütend? Er war froh, seinen Kassenschlüssel zurückzubekommen. Allerdings schien er immer noch ein bisschen wütend auf Donald zu sein. Ich wünschte nur, sie könnten wieder so miteinander auskommen wie früher. Sicher,
sie haben sich gelegentlich gestritten, aber nicht so wie jetzt. Ich habe so viele Familienfotos von ihnen aus der Zeit vor dem Vergessen. Moment. Ja! Fotos! Das ist es. Ich suche ein glückliches Foto von ihnen in mein Album, mache einen Rahmen und wenn wir sie dann vielleicht zu einem netten Abendessen zusammenbringen und... Wow, nicht so schnell. Wie wär's, wenn du das Foto findest und ich mache das Essen und den Rahmen? So hast du Zeit, das perfekte Foto zu finden. Tolle Idee, Gameplayerin. Vielleicht könnte der Rahmen etwas als Thema haben, das beide lieben. Nun, Donald lebt auf einem Boot und Dagobert Duck ist bekannt für seine Abenteuer. Also vielleicht ein Muschelrahmen? Ich sollte für die Herstellung Glas, Weichholz, Muscheln und Jakobsmuscheln kombinieren. Jakobsmuscheln sind doch diese, die man so selten kriegt, oder? Das könnte klappen, Gameplayerin. Für das Essen sollten wir etwas nehmen, das sie gemeinsam essen können. Wie einen roten Obstkuchen. Hier, ich habe gerade in diesem Rezeptbuch, das ich von Remi erhalten habe, darüber gelesen. So, damit mir das jetzt nicht wieder mein Inventar zuballert. Glas müsste ich noch machen, okay. Mhm. 5 Jakobsmuscheln. Ihr habt sie doch nicht mehr alle. Ich weiß zwar nicht, wie viel ich habe, aber das ist schon... Klingt schon viel. So, Glas. Ach, damit. Was habe ich jetzt gesagt? 10? Machen wir 10. Ach du Schande. Was habe ich denn hier alles drin? Ach. Die Kiste, beziehungsweise so eine Kiste mit Accessoires da irgendwie von der Aufführung von Olaf. Daran kann ich mich erinnern. Aber was ist das denn hier alles? Okay, einmal den Muschelrahmen. Ach nee, das ist auch gar nicht die eine Muschel. Okay. 8 hätten wir übrigens nur gebraucht, aber egal. So, roter Obstkuchen, den sollen wir auch noch machen. In dem Fall müssen wir jetzt leider nach oben, weil ich habe das jetzt so gemacht, dass es schöner aussieht. Und hab den Ofen hier, den hab ich nämlich reingestellt, beziehungsweise auch nach oben gestellt. Unten war ja auch mal einer drin. Ich dachte, das wird markiert. Ich weiß jetzt gerade gar nicht mal, was das jetzt gewesen ist. Ein Kuchen oder so, oder? Es könnte sein, dass das dann am Ende kommt. Ah, hier, roter Obstkuchen, genau. So, ich... Ja, gut, ist egal, ob ich das jetzt nehme. So, siehst du, den kannte ich nämlich schon. Einmal für dich. Hallo? Nein. Stand gerade noch. Reden. So. Bitteschön. Die sind fantastisch. Vielen Dank für deine Hilfe, Gameplayerin. Ich werde alles zu Herrn Duck bringen. Okay, dann komm mal mit. So, ich gehe mal stark davon aus, wir müssen wirklich zu... Ja, nee, da komme ich hier draußen. Herr Duck? Ah, Mirabelle, Mädchen. Ich hoffe, du lädst mich nicht wieder auf einen Spaziergang mit Donald ein. Naja, nicht ganz. Ich wollte dir das hier geben. Es macht mich traurig zu sehen, wie wütend du und Donald aufeinander sind. Die Familie ist so wichtig. Vielleicht ist dies etwas, das du und Donald gemeinsam tun könnt, um dich daran zu erinnern. Ja, das ist ein schönes Foto von uns beiden, nicht wahr?
Ich kann wohl nicht ewig auf Donald wütend sein. Ich bin sicher, dass es ihm genauso geht. Potzblitz, was für ein Ich hoffe, Morgen. Dass dir das Essen schmeckt. Oh, das werden wir. Und du hast recht. Familie ist wichtig. Ich glaube, hier zu leben ist eine wunderbare Sache. Ja, das weißt du schon ein bisschen länger. Ich sehe mal nach Donald und Herrn Duck, um zu erfahren, wie es gelaufen ist. Hast du gerade? Oder wolltest du auch nochmal zu Donald? Wir haben es geschafft. Donald und Herr Duck haben sich verziehen. Sie stritten sich nur ein wenig darüber, wer wem zuerst verziehen hat. Ohne dich hätte ich das nie geschafft. Außerdem habe ich etwas Neues gelernt. Nicht alle Familien funktionieren wie meine. Nur weil etwas mir und Isabella geholfen hat, sich zu vertragen, heißt das nicht, dass es auch bei Donald und Herrn Duck funktioniert. Nochmals vielen Dank für deine Hilfe, Gameplayerin. Bis bald! Das ist cool. Das mache ich gerne in die Wohnung. Ja, das heißt, wir können nicht mehr, wir können mit ihr reden, aber wir können keine neue Quest mehr machen, wenn ich das richtig sehe. Wir können auch nicht mal richtig mit ihr reden, weil sie sich wieder so blöd dahingestellt hat. Naja, ich behaupte mal, wir können noch keine neue Quest machen, weil normalerweise ist die ja auf Level 7 und auf Level 9. So. 10, nicht 9. Das heißt, dass ich für heute dann erstmal, ja, Schluss machen muss, beziehungsweise einen kleinen Cut machen muss. Und die Folge beenden muss. Und dass ich dann schaue, dass sobald die Kürbisse fertig sind, wir dann nochmal hier einmal komplett einen Rundumflug machen. Und normalerweise müsste die dann auf Level 10 sein, weil sie ist gerade auf 8 hochgekommen. Und wenn ich jemanden gerade auf Level 7 hochbekommen habe, ist es meistens so, dass sie so kurz vor Level 10 stehen. Also ich bin guter Dinge, dass das noch funktioniert. Ja, dann bedanke ich mich erstmal fürs Zuschauen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wenn wir mit Mirabelle weitermachen. Bis dann. Ciao. Oh. Danke, Wolli. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, darfst du mich natürlich auch gerne abonnieren.